Ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich war schon vorne mit dabei. Selbst Rapper entschuldigen sich heute für frauenfeindliche Rapper-Reime. Ich habe immer gedacht, das ist der Sinn des Raps. Und weibliche Rapper sollen bitte mich beleidigen. Ich verlange das. Ich bin Kunde. Ich will das so. Ja, wahrscheinlich fangen die Rapper bald mal an zu gendern. Stehen die auf der Bühne. Hey, ich ficke deine Elternteile. Ja? Was soll das denn? Die sollen bitte weiter meine Mutter ficken. Deutschrap sehr, sehr gerne im Auto, weil ich dann schneller zu Hause bin. Bei uns haben sie jetzt das Wählen im Sportunterricht abgeschafft, weil das die Kinder irgendwie, weiß ich, weil wenn ein Kind zuletzt gewählt wird, dann wäre das traumatisierend. Ja, das traumatisiert, ja. Und zwar zu Recht. Ja. Wer Scheiße spielt, wird nicht gewählt. Das ist ein ganz wichtiges Lernziel der Schule, dass man das begreift. Ja. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich war schon vorne mit dabei. Ich war immer, Sport war ja das Ding, ging zu Chemie. Bei Chemie wurde ich immer als Letzter gewählt. Wir haben eine Grundschule bei uns in der Ecke, da haben sie den Wettlauf abgeschafft. Und da bin ich bin wirklich nicht oft in die Schule gerannt, wegen meiner Tochter und so weiter. Aber da bin ich hin und habe gefragt, sag mal, warum gibt es keinen Wettlauf mehr? Das macht den Kindern Spaß. Und da hat die wörtlich zu mir gesagt, weil die einen Kinder schneller sind als die anderen. Und das wäre nicht gerecht, ja. Wir feiern heute die langsamen Kinder, ja. Weil sie fast so schnell gelaufen sind wie die schnellen Kinder. Und die schnellen Kinder waren ja nur so schnell, weil sie schneller sind. Das kann ja jeder. Ne? Und dann sagen die, jedes Kind hat ein Talent. Ne? Die einen sind halt besser im Weitsprung und die Dicken sind halt besser im Kurzsprung. Ja? Und dann werden die gelobt. Und dann steht die Lehrerin da und sagt, oh, du bist aber kurz gesprungen. So kurz ist ja noch nie jemand bei uns gesprungen. Wahrscheinlich hat man Angst, was kaputt zu machen. Aber ich glaube, die schaffen das alleine. Also Kinder sind ja auch schon in der Höhlenzeit groß geworden, auch wenn draußen der Bär vor der Höhle wachte. Und das wäre heute gar nicht mehr möglich. Ich glaube, wenn man heute in Deutschland Bären aussetzen würde, würden Kinder das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Es ist furchtbar. Kein Wunder, dass aus denen keine selbstständigen Wesen mehr werden. Wie soll es gehen, arme Schweine? Ich mache einfach weiter. Also ich meine, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich schreibe immer neue Programme. Ich mache weiter 17 Sendungen im Jahr. Ich mache einen Jahresrückblick, aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich warte noch. So, ich schreibe natürlich schon dran, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin da fern ab davon, irgendwelchen Leuten Ratschläge zu geben. Ich mache das auch nicht bei Klempnern oder bei Schreinern oder so. Ich finde, alle Leute, die ein Handwerk ausüben, sollten selber wissen, was sie tun. Sie haben es doch gelernt.